Vers 16. Die Funktion Shambhus in Beziehung zu den Jivas besteht darin, als Ursprung für das Universum des weltlichen Ego-Prinzips zu dienen. Erläuterung: Das Grundprinzip reiner Existenz ist der höchste Herr selbst, der die Verkörperung des Daseinsprinzips aller Wesen ist, die von trennendem Ego-Gefühl frei sind. In unserer materiellen Welt ist das Erscheinen individueller Wesen als abgesonderte Ego-Symbole die begrenzte und verzerrte Spiegelung der reinen spirituellen Existenz. Als Repräsentation der urersten männlichen göttlichen Zeugungsfunktion Shambhu vereinigt sich diese Spiegelung mit dem beherbergenden Prinzip, dem weltlichen weiblichen Organ, das seinerseits eine verzerrte Spiegelung der spirituellen Chit-Kraft Rama Devi ist. In dieser Funktion ist Shambhu nichts anderes als das reine materielle Kausalprinzip, das die elementaren Bausteine der Schöpfung beisteuert. Wenn dann im Laufe der fortschreitenden Evolution der materiellen Schöpfung jedes einzelne Universum manifestiert wird, erscheint aus dem Shambhu-Prinzip die Persönlichkeit Rudra. Obwohl Shambhu aus der Stelle zwischen den beiden Augenbrauen Vishnus geboren ist, verkörpert er unter allen Umständen das weltliche Ego-Prinzip. Die unzähligen Jivas, die als spirituelle Partikel in Form von gleißenden Lichtstrahlen aus der Überseele hervorgehen, haben keine Beziehung zur materiellen Welt, sofern sie sich als ewige Diener des höchsten Herrn erkennen. In diesem Fall werden sie in das Vaikuntha-Reich aufgenommen. Wenn sie aber ihre wahre Identität vergessen und den Wunsch haben, Maya zu beherrschen, dringt das egoistische Shambhu-Prinzip in ihr Wesen ein und veranlasst sie, sich als getrennte Genießer weltlicher Objekte zu betrachten. Somit ist Shambhu das urerste Prinzip des durch das Ego gekennzeichneten materiellen Universums und des pervertierten Ego-Bewusstseins in den Jivas, das sie veranlasst, sich mit ihren begrenzten materiellen Körpern zu identifizieren.